der Pegel an öffentlich verkündeten Dummheiten, Nichtigkeiten und blanker Desinformation ist inzwischen sehr hoch. Diese Diagnose kommt von Hans Rauscher, Kolumnist beim Standard, und ich habe sie schon einmal zitiert, nämlich bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr, beim Gespräch mit Dr. Arnold Retzer über sein Buch Miese Stimmung, über diesen Zwang zur Selbstoptimierung und zum positiven Denken. Heute greifen wir diesen roten Faden wieder auf, denn auch in dieser Veranstaltung geht es um das Erkennen öffentlich verkündeter Dummheiten, Nichtigkeiten und blanker Desinformation, um das Erkennen von Bluff. Heute, das ist Freitag, der 26. April 2013, und ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch in der Reihe Wissen fürs Leben. Glaubst du, es sei eine Kleinigkeit, das Leben zu erkennen, das Leben zu verstehen? Hat Bernhard von Clairvaux einmal gefragt und geantwortet: Nein, es ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht nur eine große Sache, sondern die größte überhaupt, das Leben zu erkennen, das Leben zu verstehen, sich selbst und andere verstehen, Selbst- und Menschenkenntnis. Das wird heute auf vielfache Weise erschwert, nicht nur durch die sogenannte neue Unübersichtlichkeit, durch die Komplexität unserer Welt und unseres Lebens, sondern es wird erschwert vor allem auch durch den Bluff, durch den Schwindel, durch Übertreibung, durch Schönfärberei. Grüner als Gräs, aber ein Frère Gauscher, sagt man im Bregenzer Wald. Also grüner als Gras, aber ein freches Mundwerk. Und man meint damit, jemand ist unerfahren, hat keine Ahnung, aber ist großmaulig, überheblich, frech. Er oder sie blufft eben. Es gibt Mogelpackungen nicht nur bei Keksen, bei Kaffeepads, bei Ketchup und anderen Lebensmitteln, also Packungen, die mehr vortäuschen als drin ist, sondern Mogelpackungen gibt es auch im Bereich der Information, im Bereich des Wissens. So wie der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer über Mogelpackungen bei Waren aufklärt, so will die Reihe Wissen fürs Leben eine Art intellektuellen Konsumentenschutz betreiben und Ihnen dabei helfen, Mogelpackungen, Täuschungen, Übertreibungen, Schwindel, Schönfärberei, Heuchelei in den verschiedensten Lebensbereichen zu erkennen. Wer uns dabei hilft, das ist Universitätsprofessor Dr. Manfred Prisching. Er ist Soziologe an der Universität Graz und er hat schon vor 4 Jahren dieses Buch geschrieben, Das Selbst, die Maske, der Bluff, über die Inszenierung der eigenen Person. Ich betone vor 4 Jahren, weil Manfred Lütz erst jetzt das Thema Bluff entdeckt hat, also mit 4 Jahren Verspätung könnte man sagen, und ungerecht wie die Welt nun mal ist, wurde das Buch von Manfred Lütz ein Bestseller und das von Manfred Prisching nicht. Auch das war mit ein Grund, Professor Prisching einzuladen und ihm die Ehre zu geben, sozusagen als erstem Wegbereiter für das Bluff-Thema. Lieber Herr Professor Prisching, ich freue mich sehr, dass Sie die lange Reise von Graz nach Wien auf sich genommen haben, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Die Bluff-Gesellschaft, ich danke für die Einladung, meine Damen und Herren. Wenn ich da auf ein Bild, nein, das kommt noch nicht. Die Bluff-Gesellschaft soll nicht einfach den Vorwurf wiedergeben, dass die Menschen zuweilen lügen, verbunden mit der Aufforderung, dass sie gefälligst die Wahrheit sagen sollen. Es geht darum, dass Inszenierungen um sich greifen, dass dies ein Phänomen ist, das sich in immer mehr Teile der Gesellschaft hinüberspielt.
Es geht also nicht ganz einfach um die Selbstverständlichkeit, dass wir alle eigentlich die ganze Zeit lügen. Jeder in diesem Saal hat heute schon mehrfach gelogen, sagen die empirischen Soziologen. Die wirklich ganz forcierten unter ihnen sagen sogar, durchschnittlich lügt man 200 Mal im Tag. Das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es fängt natürlich auch an damit, was man wirklich als Lüge bezeichnet. Wenn Sie rausgehen bei der Tür in der Früh und der Bisgurn von Nachbarin einen schönen guten Morgen wünschen, dann haben Sie schon das erste Mal gelogen, weil Sie wünschen ja alles andere als einen guten Morgen. Und so setzt sich das halt dann irgendwie über den Tag hin fort. Also diese Selbstverständlichkeiten des Lügens sind hier nicht das Thema. Ebenso wenig das, sondern Inszenierungen. Sie sehen schon, da bin ich selbst hübsch inszeniert. Diese Art von Selbstdarstellungen sind eigentlich das Eigentliche. Also nicht dieses Verleugnen, Verduschen, Verdrehen, Betrügen, Lügen, Heucheln, Beschönigen, auch die guten Lügen, die White Lies, Little White Lies oder so etwas, das alles sozusagen ist etwas, was wir kennen und was selbstverständlich ist. Etwas Zweites ist auch selbstverständlich. Zu den Klassikern der Soziologie gehören natürlich solche Bücher wie die von Irving Goffman, Wir alle spielen Theater, bereits seit Jahrzehnten zu einem Klassiker der Soziologie geworden. Auch das ist irgendwie selbstverständlich. Man will ja selbst nicht irgendwie blöd darstellen, in irgendeiner Form versucht man seine besseren Seiten ins Spiel zu bringen. Irgendwie inszeniert sich jeder von uns auf irgendeine gute und schlechte Art und Weise. Es gibt auch für Institutionen so etwas wie eine Vorderbühne und eine Hinterbühne, hat Goffman gesagt. Das ist nicht immer nur gleich mit Korruption oder mit ähnlichen Dingen verbunden. Das hat auch einen Sinn, dass nicht alles unbedingt öffentlich ist. Und es gibt Inszenierungen, wir werden auf einige dieser Inszenierungen noch zu sprechen kommen. Aber die Bluffgesellschaft ist im Grunde mehr. Der Bluff sagt, dass, oder die Behauptung, die sich damit verbindet, ist, dass der Bluff etwas relativ Normales wird in einer spätmodernen Gesellschaft wie der unseren. Nicht mehr als eben in den Bereich der Lüge abgeschoben wird, nicht mehr als Anomalie oder Anomie betrachtet wird, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass es allgegenwärtig wird, dass der Bluff auf diese Art und Weise normalisiert wird, ja und noch mehr, er wird geachtet, erwartet, geschätzt, es wird ohnehin erwartet, dass alle blöffen. Das Blöffen ist gleichsam auch eine Art von Leistungsnachweis. Wer nicht blöfft, wird zum Outsider. Wer nicht blöfft, ist dumm. Das wird zu belegen sein, zumindest an einigen Beispielen, diese anfängliche Behauptung. Und wir werden dann durchgehen durch eine ganze Reihe von Themen, die wir nicht unbedingt alle erledigen müssen, aber wo wir an einigen Beispielen demonstrieren werden, dass es in der Tat gute Gründe gibt, anzunehmen, dass Bluffgesellschaft ein ganz guter Begriff ist, der nicht einfach beschimpfend oder abwertend gemeint ist, sondern der wirklich auch theoretisch gemeint wird. Es gibt sozusagen Inszenierungsmechanismen, die einfach wichtiger werden, aus ganz bestimmten strukturellen Gründen in unserer Gesellschaft. Gut, der Ausgangspunkt dessen ist nun tatsächlich, dass die Ich-Jagd, das Identitätsproblem, das Selbst. Unsere Gesellschaft, da sind sich die meisten Sozialwissenschaftler oder eigentlich alle einig, ist eine individualistische, ist eine, in der das Identitätsproblem ein wichtiges ist. So den Youngsters spätestens mit dem Alter von 15, 16 wird irgendwie angesonnen, sie mögen darüber nachdenken, wer sie sind, wie sie sein wollen, wie sie ihr Leben anlegen wollen, was da drinnen ist in irgendeiner Form, in den Tiefen der eigenen Seele, wie man sich da am besten selbst entfaltet, selbst verwirklicht, wie man zu einer besonderen, einzigartigen, besonderen, ganz besonderen Persönlichkeit wird. Das ist eigentlich gängig. Alles, was wir so in den Journalen und Zeitungen lesen, läuft auf das hinaus. Sie müssen also alle ihr eigenes Selbst basteln, authentisch werden, ihr Ich finden und so weiter und so weiter. Das ist noch ganz anders als irgendwie vor 100 oder 200 Jahren,
wenn das auf einem Dorf geschehen wäre, dass irgendjemand sich in Pose wirft und sagt, wer bin ich, wer will ich sein, dann hätte man das mit ein paar Ohrfeigen erledigt und den Burschen wieder auf Schiene gebracht. Das ist etwas, was in diesem Sinne tatsächlich eine Neuheit für unsere Gesellschaft wird. Das heißt, man muss da irgendwie zum Basteln und zum Pfuschen anfangen. Es sind ja auch die geschlossenen Systeme da draußen, die Glaubenssysteme irgendwie dahingeschwunden. Das ist ja alles sozusagen so eine ideologische Fetzenlandschaft. Die Religion, der Sozialismus, alles bietet nicht mehr so wirklich eine geschlossene Welt, sondern so einzelne Elemente, Items, Impulse irgendeiner Art. Na gut, und die Lebensstile sind vielfältig, die Gesellschaft ist nun mal pluralistisch und aus all diesen umherfliegenden Fetzen kannst du nun irgendwas zusammenfangen, um da so quasi ein einigermaßen haltbares und funktionierendes Ich zusammenzubauen. Das ist natürlich schwierig. Die Leute sind auch alle überfordert damit, in Wahrheit. Denn diese Bastelidentität soll irgendwie einerseits originell sein, aber andererseits doch irgendwie anschlussfähig, nicht so leicht. Das ist die eine Botschaft. Und jetzt kommt sozusagen die Gegenthese, oder die Gegenerfahrung. Wenn wir da hinausgehen, treffen wir permanent auf ganz einzigartige, originelle, authentische Menschen. Um Gottes Willen ist ja nicht der Fall. Die schauen alle gleich aus, mit der gleichen Frisur und dem gleichen Leiberl und den gleichen Tattoos und Ringerl irgendwo in der Nase oder sonst wo. Auch die Auffassungen sind nicht wahnsinnig originell. Das heißt, in irgendeiner Weise haben wir ein bisschen mehr Konformismus, Konformität, Gleichklang, modisches Verhalten, als man das dann normalerweise glaubt. Das ist nicht so sehr ein wirklicher Individualismus der Einzigartigkeit und so weiter. Es ist ja doch ein sehr konformistischer Individualismus. Das zeigt sich in Lifestyle-Zeitschriften in verschiedenster Art. Es ist eine so etwas ein bisschen gebremste Originalität, eine konforme Funktionalität. Man will ja auch nicht völlig rausflippen aus der Gesellschaft. Man will ja nicht so einzigartig sein, dass man da rausfliegt aus dem ganzen Getriebe. Man muss ja auch dann in gewissem Sinne seine Einzigartigkeit und Besonderheit und Originalität verständlich machen. Und ich muss das ja den anderen Leuten verständlich machen auf eine Art und Weise, dass die das verstehen. Das heißt, es gibt gewissermaßen Muster, wie man seine Originalität dann deutlich macht, wie man sich gibt, wie man sich anlegt oder so. Das heißt, um den anderen zu sagen, wie originell ich bin, muss ich mich so verhalten, wie sich alle verhalten, die den anderen sagen wollen, dass sie originell sind. Das zwingt einen gleichsam in bestimmte Typen und Muster hinein. Diese ganzen Lifestyle-Zeitschriften, Cosmopolitan und so weiter, was sie da haben, versuchen ja den Leuten dabei auch bei dieser Typenbildung ein wenig behilflich zu sein. Alle haben so irgendwelche Tests, die ganze Zeit wird getestet, welcher Typ bist du? In erster Linie natürlich geht es um Sexualtypus, liegt in der Natur der Zeitschriften, ob du da von vorn oder hinten oder sonst wie unterwegs bist, aber auch Urlaubstyp, Haartyp, Kleidungstyp, sogar Haustiertyp. Eines meiner liebsten Beispiele, welcher Typus für welches Haustier bist. Ich meine, die Tests sind ja nicht wahnsinnig originell. Da werden dann 12, 15 Fragen gestellt. Da steht dann drinnen, bist du gerne in der frischen Luft? Und wenn du da Ja sagst, dann bist du nicht der Typ fürs Aquarium. Dann ist der Goldfisch nicht das richtige Haustier für dich, sondern lieber Hund oder irgendwas. Aber der Punkt ist ja auch, dass es hier offenbar nicht um Einzigartigkeit geht, sondern dass du wieder grob so in einem von 4 oder 5 Typen eingeordnet bist und eigentlich einmal das unglaubliche Bestreben, wie komme ich dazu, dass ich endlich weiß, welcher Typ ich bin. Das ist eine gewisse Spannung zu diesem Problem der wirklichen Einzigartigkeit, weil es letztlich dann doch um Musterbildung und dergleichen geht.
Das heißt, ich habe hier mal ein grundsätzliches Problem, ein Widerspruch. Die eine Botschaft, du musst ganz, ganz einzigartig sein, ganz individuell. Kriech in dich hinein. Schau mal, ob du da in deiner Seele was anderes findest als ein finsteres Loch, dass du da irgendwas ans Tageslicht beförderst, was dann deine Besonderheit ausmacht. Auf der anderen Seite diese Frage des Konformismus, der Mode anschlussfähig zu sein, wo dann das Bestreben da ist, also wenn ich nicht das Nike-Modell aus der heutigen Kollektion an den Patschen habe, so wie alle meine Freundinnen auch das Nike-Modell aus der heutigen Kollektion, dann bin ich nicht einzigartig. Erst wenn alle das gleiche Nike-Patschen haben und das gleiche H&M-Leiberl und das gleiche Ringerl in der Nase, erst dann sind sie alle einzigartig. Ne? Also das ist ein interessantes Phänomen. Wie dann sozusagen gerade durch diesen Konformismus irgendwie die Illusion des Einzigartigseins hervorgerufen und erzeugt wird. Eine sehr spannende Geschichte. Und da taucht nun natürlich dieses Problem auf. So etwas kann man nur überbrücken durch viel, viel Bluff. Indem man sich selbst blufft, indem man die anderen blufft. Da ist sozusagen der Ansatzpunkt, wo wir jetzt zu den Bluff-Systemen kommen und wo wir das an einigen Beispielen erläutern wollen. Nun, wir fangen wieder an mit dem nochmal bei der Identität und bei der Selbstinszenierung. In den Small Life Worlds, in den kleinen Lebenswelten, in den kleinen Dörfern seinerzeit traditionell alt, da hatte man gleichsam noch die ganze Person im Blick. Das war ja nicht immer freundlich. Es hat einem ja permanent jeder da über die Schulter geschaut. Es war auch eine permanente soziale Kontrolle und es war sozusagen auch ein starker sozialer Druck. Aber da war sozusagen die Persönlichkeit das Ganze da. Da war auch nicht so viel zu inszenieren und zu blöffen. Da hat jeder gewusst, ich kenne dich seit 20 Jahren. Wir wissen, du bist der Todel, ich bin der Todel. Also wir müssen uns nichts vormachen. Also diese Art von Kenntnis, die findet in diesen Zusammenhängen statt. Aber das ist eben alte Welt, das ist nicht mehr neue Welt. Neue Welt ist städtisch, ich habe mit viel unterschiedlichen Menschen zu tun. Ich habe mit Funktionsträgern zu tun, im Sinne einer funktionellen Differenzierung. Von dem Waschmaschinenverkäufer muss ich nicht viel wissen. Schon gar nicht wissen, mit dem Rücken gerade seiner Großmutter steht. Wir haben eine funktionelle Beziehung, wir diskutieren, mehr oder weniger Vertrauen zu ihm, aber gut, er verkauft mir eine Waschmaschine und andere verkaufen mir anderes. Das sind funktionelle Beziehungen, wo nicht mehr die Persönlichkeit als solche, die ganze Person im Blick steht. Das heißt, ein bisschen aus dieser Situation entsteht auch die Möglichkeit des Blöffens erst. Blöffen brauche ich, kann ich in ersten Situationen, in diesen kleinen Lebenswelten gar nicht. Blöffen kann ich und muss ich und will ich erst in der Distanz, weil ich mit lauter Leuten zu tun habe, die mich nicht so gut kennen. Da kann ich natürlich ein bisschen mehr inszenieren, mich inszenieren und mich und auch blöffen. Mit der Mobilität, weil ich immer mit anderen Leuten zu tun habe und ähnliches mehr. Das heißt also, da wird es dann interessant, dass es Eindrücke sind, die zählen. Was verrät mir ein Curriculum Vitae, welchen Eindruck macht der, schaut mir der in die Augen oder nicht, hat er feuchte Hände, hat er fette Haare, das sind dann Signale, die irgendwie gedeutet oder missdeutet werden. Viele haben ja so eine Art von Hüftschusspsychologie, gerade Personalberater, es ist ein bisschen vorbei, aber am Anfang in der Psychologie haben sie gesagt, also, was machen Sie in der Freizeit? Und wenn du joggen gegangen bist, warst du ein Eigenbrötler. Wer ein Fußballspiel hat, Teamgeist verraten, nicht? Da bist du kooperativ. Also ich meine, so dumm sind die meisten jetzt nicht mehr. Aber es ist doch viel so eine Hüftschusspsychologie, die da rauskommt. Und es sind natürlich fortgesetzte Experimente, die man sich auch leisten kann, weil diese Identitätsfindung ja nicht ein für alle Mal in Stein gemeißelt ist, wie man das heute so nennt, sondern auch irgendwie mal ein bisschen verändert werden kann, anders angelegt werden kann, ein bisschen gemischt werden kann,
irgendwann gibt es eine Bekehrung irgendwo hin. Man kann sich auch für eine andere Selbstdarstellung entscheiden. Und da werden Inszenierungen, wird auch die Sichtbarkeit wichtig. Ich habe schon mehrfach auf diese Sichtbarkeit hingewiesen. Wie du dich anlegst, das musst du natürlich in irgendeiner Weise nach außen sichtbar machen, für die anderen verständlich machen. Wenn du irgendwie auf grün alternativ, Vegetarier, vegan oder so etwas gehst, dann darfst du halt keine Plastikleiberl anziehen, sondern schauen, dass das auch irgendwie aus Fairtrade kommt oder so etwas. Und nicht unbedingt sozusagen so ein Karrierekofferl, sondern irgendwie lieber Jute. Also das muss dann schon irgendwie stimmen. Und im umgekehrten Fall auch, wenn du eine Bankkarriere anstrebst, dann ist es nicht geraten, dir die Haare grün zu färben, weil das ist im Bankgeschäft nicht wirklich akzeptabel. Also du musst schon wissen, wie die Sache funktioniert, welche Spielregeln es gibt. Und sonst gibt es natürlich noch eine Reihe von weiteren Themen. Es gibt ja neue Bühnen im Internet beispielsweise, nicht nur Facebook, auch andere, Second Life oder so etwas, wo du scheinbar dann noch einmal mit Identitäten rumspielen kannst. Wo du alles gewissermaßen ausprobieren kannst, ja, das Geschlecht wechseln kannst, das Alter wechseln kannst. Also du hast dann unter Umständen, manche haben dann sozusagen eine zweite, dritte Identität, was dann den Stress natürlich nochmal erhöht. Im wirklichen Leben ein bisschen müssen sie schon rumbasteln und dann müssen sie gewissermaßen nochmal dort eine zweite, dritte konsistente Identität entwickeln in irgendeiner Form. Das muss ja einigermaßen zusammenpassen, ist wirklich ein harter Job. Muss man in mehreren Dimensionen gleichsam arbeiten. Und es gibt dann in Zukunft ja noch weitere Bühnen gleichsam, der Human Enhancement beispielsweise. Das ist diese Aufbesserungsmethoden unterschiedlicher Art, dieses etwas hinfälligen menschlichen Körpers. Da schluckt man dann irgendwelche pharmazeutischen Präparate, irgendwelche Drogen, die einen sozusagen nochmal bisschen pushen, Ritalin oder so etwas. Angeblich wird behauptet, 16% der amerikanischen Studierenden schlucken schon regelmäßig Ritalin, weil das treibt sie voran, da wirst du nicht müde, da bist du leistungsfähig und ähnliches mehr. Und ähnlich geht dann das ja weiter, dann eigentlich so in diese Cyborg-Variante hinein, die ganz realistisch werden wird die nächsten 10 bis 15 Jahre, wo irgendwie dieser Körper nochmal aufgebessert wird. Wo du deine Identität nochmal irgendwie verschönst, aufbesserst, verbesserst, indem du, schlimmstenfalls, dann geht es dann irgendwann, indem so ein kleiner Chip hinter das Ohrwaschel eingepflanzt wird, indem die Enzyklopädie Britannica oder sonst was zur Verfügung steht. Aber diese Verbesserungsvarianten sind immer so utopisch, wie das noch vor wenigen Jahren geschienen hat. Da haben wir dann natürlich ein echtes Identitätsproblem. Ich wüsste ja nicht, wie ich Leute prüfen soll, wenn ich nicht weiß, was in deren Hirn oder in deren Chip drinnen ist. Also wird eine schwierige Geschichte. Es gibt ein neues Identitätsspiel, ein neues Selbstinszenierungsspiel, das dann auf diese Weise läuft. Das heißt, ich habe hier sozusagen so eine komische, mehrfache Identitätsgestaltung und Inszenierung. Eine reale, irgendwie in der wirklichen Welt ist man auch noch, dann die virtuelle, dann in diesen Netzwerken und so weiter und dann noch irgendwie so die Cyborg-Sozionik-sonstige Variante, wo die Mensch-Maschine-Kombinationen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Also das wird irgendwie dann noch einmal komplizierter. Aber für uns ist jetzt sozusagen nochmal interessant, das Problem ist, dass wir hier durch die kollektive Aktion Zwänge zur Selbstinszenierung haben. Je mehr Leute sich selbst inszenieren, umso stärker wird der Druck auf die anderen, nicht blöd zu sein. Also wenn man zu irgendeiner, gerade die vorhin angesprochenen Personalmanager, wenn du dorthin gehst, ganz naiv und glaubst, du musst dich darstellen, so wie du bist, dann wirst du dort möglicherweise selbst bereits als dumm betrachtet, weil du nicht weißt, wie das Spiel überhaupt geht, weil du nicht den Ratgeber gelesen hast und weil du nicht weißt ganz genau, welche Fragen da kommen und was du ganz sicher nicht sagen darfst, wenn diese Fragen kommen und was du ganz sicher sagen musst, wenn diese Fragen kommen, dafür sind ja diese Ratgeber da. Und wenn du nicht einmal so einen Ratgeber gelesen hast, sondern ganz naiv hineingehst, bist eigentlich
ja eh schon unqualifiziert. Das ist etwas, was, das heißt, wir kommen so in eine wechselseitige Dummheitsvermeidung hinein. Das ist irgendwie, wer nicht berechnend ist und weiß, dass der andere blöfft, ist eigentlich dumm. Denn wenn du selbst noch nicht blöfst, bist du auch dumm. Es gibt einen Eskalationsprozess dann. Die Strategen der wechselseitigen Übervorteilung versuchen, einander zu inszenieren und zu dechiffrieren, zur gleichen Zeit ein ganz schwieriges Spiel, das da entsteht. Nun, eine ganz offensichtliche Geschichte, ein anderes Stichwort von dieser Identität, schon ein bisschen weiter weg, ist dann Bluff und Konsum. Ist aber nicht so weit weg, weil natürlich schon mehrfach angedeutet wurde, dass diese Identitätsinszenierung natürlich auch im Wesentlichen über Accessoires läuft, über das passende Outfit, über deine Selbstgestaltung. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Du musst ja Signale setzen, die passenden. Die Güter sind ja allesamt in einer luxuriösen Welt, in der wir leben, sind die ja alle irgendwie in gewissem Sinne unwichtig geworden. Ihre Symbolik ist wichtig. Das, was sie symbolisch transportieren. Der Sportschuh, der richtige, steht für Fitness. Die Hilfiger-Inschrift auf dem Pullover, damit es ja keiner übersehen kann, ist ja die groß genug, besagt dann Coolness. Eine neue Nespresso-Maschine sagt, dass wir mit der Zeit gehen und George Clooney mögen. Ein paar Swarovski-Glasscherben auf dem Handy verraten, dass wir ein bisschen was mit Glamour zu tun haben. Glasperlen sind ja früher nur, also damals im Kolonialismus und in Afrika verkauft worden. Man hätte nie gedacht, dass das mitten in Europa auch funktioniert, aber es funktioniert interessanterweise. Also da ist viel Symbolik immer damit verbunden. Der Fairtrade-Kaffee macht uns zu mitfühlenden Menschen. Das Duschgel befreit uns von den Belastungen des Alltags. Jedes Shampoo ist ein Stück Psychotherapie. Joghurt ist Schönheit, Versicherung ist Unbesorgtheit und die Fertigsauce ist ganz entscheidend, denn die Fertigsauce garantiert eine glückliche Familie. Das ist natürlich das, was transportiert wird, das sind die Symboliken, die drüber kommen. Produkte gestalten also diese Art von Identität. Und sie haben noch eine Wirkung, sie auferlegen uns Euphorie. Es ist ein Euphorie-Bluff auch damit verbunden, denn dort gibt es überall nur strahlende Menschen. Sieger, Erfolge, Happy End, Sauberkeit, gute Laune, Glück. Die wirkliche Welt sozusagen, das ist die Suggestion, ist ein euphorischer Zustand. Und wenn du so einfach rumsitzt, dann stimmt was mit dir nicht, nicht? Irgendwie depressiv, behandlungsbedürftig, sonst was. Nicht? Denn eigentlich rennen wir doch die ganze Zeit durch die Gegend. Euphorisch, auf höchstem Adrenalin-Level, happy, stark, future, wow. Das ist es. Wer nicht andauernd euphorisch ist, der ist therapiebedürftig. Wer kein Versager sein will, der muss demgemäß auch den Eindruck erwecken, dass er immer glücklich ist, dass er dynamisch, optimistisch, hoffnungsvoll ist. Wer da nicht wirklich in dieser Weise in die Zukunft und auf sich selbst blickt, der nimmt sich selbst aus dem Spiel. Das sind ja die Dinge, die noch irgendwie mittransportiert werden, auch mit solchen Werbebotschaften, weil es dabei ja nicht nur darum geht, Produkte zu verkaufen, sondern das sind Botschaften, die dann eigentlich die bleibenden oder, wenn man so will, auch die Metabotschaften sind. Was ist wichtig? Wie ist das Leben? Wie bist du einigermaßen richtig, wenn du richtig tickst? Und du brauchst natürlich für alles das Kompetenz, Darstellungskompetenz. Also die Kompetenz zur Darstellung deiner eigenen Kompetenz, das ist etwas, was damit auch verbunden ist. Du musst ja da wissen, wie das funktioniert. Du darfst ja nicht, die Dinge müssen ja irgendwie zusammengehören. Du musst diese Signale auch kennen. Also wenn du irgendwie in besseren Verhältnissen deinen Chef einladst, ist die 2-Liter-Bottle Wein am Tisch nicht angebracht. Das Beispiel drängt sich auf, nachdem Sie gerade ein Weinfest hier haben, an diesem Wochenende. Also da sollte man ein bisschen was wissen, wie man sich zu benehmen hat. Das wird verschiedentlich auch notiert.
Schirmacher hat da in seinem neuen Buch Ego, das Spiel des Lebens, wo er meint, dass die Leute alle so rational und berechnend geworden sind, gemeint, der alte Mensch verschwindet, er verwandelt sich in den rationalen Spieler, er lächelt, um zu gewinnen, er kooperiert, um den anderen auszutricksen, er ist ehrlich, um zu betrügen, wenn er spricht, weiß niemand, ob er blöfft oder die Wahrheit sagt. Schön ist das Leben in der Gesellschaft der ökonomischen Menschen nicht, denn das Leben ist Krieg und Krieg ist Leben. Like it, liebe das. Diese Botschaft wird auch von ihm so formuliert, da, den kann man schon etwas abgewinnen. Nun, jetzt sind das natürlich teilweise Bluff-Varianten, die wir auch kennen und das soll man nicht überbewerten. Ich meine, niemand von uns würde annehmen, dass das Waschmittel deswegen wirklich unglaublich viel weißer wäscht, weil da irgendwelche färbigen Zutaten drinnen sind. Aber trotzdem wird das natürlich alles transportiert und wir nehmen es dann doch so halb ernst. Irgendwie die Suggestion, das Gefühl bleibt da, obwohl, wenn man uns fragt, natürlich niemand von uns glauben würde, dass das neue Auto wirklich ein neues Leben vermittelt. Aber die Zahnpasta mit dem wirklich gesunden Zahnfleisch, mit den Wirkstoffen aus dem Meer und Perlweiß und dann sozusagen die neue Facette mit Complete Plus, absoluter Blödsinn, ne? Sagt nichts, suggeriert nur, dass irgendwas, also solche Dinge werden natürlich, aber die nehmen wir ja nicht so ganz ernst. Aber wir haben natürlich den Bluff auch in vielen anderen Konsumbereichen und Dienstleistungsbereichen. Schauen Sie sich an, was in der hohen Gastronomie sich beispielsweise abspielt. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die Schiene regional, saisonal, gesund. Mögen wir alle. Wunderbar. Aber dann so diese Nano-Techno-Kreativküche, wo die Habenköche nur nach einem Schweißbrenner irgendwie an die Gerichte rangehen. Hauptsächlich sozusagen exotische Produkte, die du normalerweise nicht kriegst. Hauptsache wahnsinnig arbeitsintensiv. Du brauchst Stunden, bis du am Schluss so ein Futzerl am Teller hast, von dem du nicht einmal weißt, was das sein soll, weil es auch nicht schmeckt. Also das sind Inszenierungsvarianten, von denen kriegt keiner mehr ein ordentliches Gulasch zustande, aber sozusagen irgendwelche exotischen Dinge. Bei denen kannst du ja auch nicht kontrollieren, wie es schmecken soll, weil es ja gerade eine neue Kreation ist. Oder dann natürlich in vielen Bereichen Berufsbezeichnungen oder so etwas. Nicht? Das ist für alle beleidigend, wenn man halt Sekretärin sagt, Office-Managerin, Friseurin gibt es keine, nur Stylistinnen. Jeder Masseur wird Physiotherapeut, Diplom, alles Mögliche. In Deutschland ist schon so gut wie ausgemacht, dass jetzt an alle Handwerker irgendwelche akademischen Titel verliehen werden. Jeder Meister wird Master. Oder zumindest Bachelor. Der Bachelor ist so gut wie abgesegnet. Sonderbare Inszenierungen, Geschichten, Bluff-Varianten, Dekorationen, die daraus noch lange nicht einen besseren Dienstleister machen. Nun, nächstes Stichwort, Bluff und Narzissmus. Hier kann ich mich kurz fassen. Demnächst kommt ja Reinhard Haller hier vorbei, der gerade ein neues Buch darüber geschrieben hat. Es gibt aber auch dieses schon etwas ältere Buch von Jean Twenge, The Generation Me. Hier geht es darum, dass gerade in der jüngeren Generation irgendwie beobachtet wird, dass narzisstische Tendenzen stärker werden. Narziss ist dieser alte Typ gewesen, Sie wissen eh, der da in den Teich geschaut hat, sich dann so in sich selbst verliebt hat, dass er ganz unglücklich geworden ist, weil er irgendwie sich ja nicht mit sich vereinen konnte, weil er sozusagen gescheitert ist an dieser Verliebtheit in sich selbst. Und das wird, so sagt Twenge beispielsweise, eine Gefahr bei Kindern, die entweder, so sagt Haller auch, keine Liebe bekommen haben, deswegen dauernd sich um Liebe drängeln, aber vor allem das überverwöhnte Kind, der Star der Familie, der schon 7-mal gefragt worden ist. Nicht? Jetzt hast du das Essen stehen lassen, magst du ein Eis? Jetzt hast du das Eis stehen lassen, magst du vielleicht eine Torte? Das Torte noch stehen lassen, magst du vielleicht eine Banane? Sozusagen
wenn einer nicht lernt, Niederlagen zu ertragen oder Schrammen zu ertragen, dann entsteht die Gefahr, dass ein verweichlichter, selbstverliebter Narzisst herauskommt. Das bedeutet dann ein unstillbarer Wunsch nach Anerkennung und Bewunderung, eine übertriebene Einschätzung der eigenen Wichtigkeit, leichte Kränkbarkeit, Empfindlichkeit, Kaltherzigkeit anderen gegenüber, Rücksichts- und Verantwortungslosigkeit, Risikobereitschaft und Gefühlsarmut. Das sind Eigenschaften, die solchen Psychopathen zugeschrieben werden. Es gibt eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen, und auch Haller bezieht sich dann auf diese Untersuchungen, die zeigen können, dass diese Beschreibung auch auf Börsengurus und teilweise Manager zutrifft. Nur in gesellschaftlich relativ meistens angepasster Form. Aber du kommst gewissermaßen nicht nach oben, wenn du nicht in gewissem Sinne ein paar narzisstische Züge hast. Dass du immer glaubst, du hast selber recht, du hast dich selbst überschätzt, immer glaubst sozusagen, du hast irgendwie einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit und wirst dann auch, wenn du mal ein Stück hinaufgekommen bist, von deiner Umgebung ja auch immer wieder darin bestärkt, wie genial du bist. Also diese Unterstellung der eigenen Genialität, dieses Selbstbewusstsein, also das kommt da häufig vor. Das heißt, wir haben da so leichte narzisstische, psychopathische Züge sehr häufig in der oberen Wirtschaftsetage. Nun, aber das überschlage ich schnell, weil das wird Haller machen. Mein nächstes Stichwort ist dann schon Bluff und Leistung. Natürlich wissen wir, wir sind in einer Leistungsgesellschaft irgendwie. Nur mit höchster Leistung gibt es höchste Einkommen, Globalisierung, Druck aus Asien etc., alles klar. Aber die Leistungsgesellschaft beginnt ein wenig ihre Konturen zu verlieren. Mit dem Begriff verbindet sich deswegen schon nichts mehr, weil eigentlich die alten Leistungen relativ gut bewertet werden konnten. Wie viele Schweißpunkte du am Fließband gesetzt hast, das ist zu zählen. Aber so gerade, wenn es in diesen Dienstleistungs- und Beratungsbereich hineingeht, ist schwer etwas zu messen. Hier scheinen sehr häufig, wenn du etwa an große Beratungsfirmen denkst, scheinen die fiktiven Impressionsleistungen die wahren Leistungen zu sein. Am Schluss muss ein schönes Papier dastehen, wo das steht, was jeder weiß. Und jedenfalls lassen sich 20% Kosten sparen. Aber jedenfalls ist die Impression wichtig, die Suggestion dessen, was hier unterstellt wird. Und es sind dann natürlich in dieser liquiden Gesellschaft eher andere Fähigkeiten, die auch geschätzt werden, der Umgang mit veränderlichen Jobs, mit unsicheren Umständen und so. Also Leistung wird flüchtig, wird ungreifbar, wird liquide. Das heißt, das Einzige, woran man das messen kann, ist das, was unterm Strich rauskommt. Der Erfolg, Cash oder sonst etwas, Reputation. Wenn du Erfolg hast, dann muss wohl auch, dann erübrigt sich die Frage, was ist meine Leistung gewesen, sondern dann, wenn dann irgendwie das unterm Strich etwas herauskommt, dann musst du etwas geleistet haben, sonst wäre ja nichts herausgekommen. Der Rest ist dann Darstellungs- und Überzeugungsarbeit. Das hat oft einfach damit zu tun, dass du einfach die beste Story abgeliefert hast. Und es kommt eben dazu, das, was man als Star-Prinzip bezeichnen kann. Irgendwann haben Zukunfts- und Lebensvorstellungen einstmals einen realistischen Bezug gehabt. Ich möchte Automechaniker werden, Lehrerin oder sonst etwas. Zunehmend gibt es, auch das ist empirisch ganz gut belegt, andere Optionen. Die Vorbilder, die vorgeführt werden die ganze Zeit, gerade den Jüngeren auch, sind ja Stars, Prominente, Models, Börsenmakler, Friseurweltmeister, IT-Gurus, Star-Architekten. Das ist die Welt, dort spielt es sich ja wirklich ab. Das sind die Role Models. Wenn du dort nicht mitspielen kannst, bist du ein Verlierer.
Und der Prozentsatz derer, die das Gefühl haben, dass sie später sicher mal reich sein werden und berühmt sein werden, der Prozentsatz derer steigt wirklich wesentlich an. Natürlich werden sie es niemals werden. Ganz, ganz und gar nicht. Weil alles, was da vorgeführt wird, Ausnahmefälle sind. Heute im Eisenbahnzug habe ich gerade wieder im Format gelesen von irgendeinem Kid, der mit 17 Jahren so eine Homepage gegründet hat. Das ist ja so ein typisches Modell, das uns immer vorgeführt wird und der das dann wenige Jahre später jetzt so mit 30 Millionen verkauft hat. Das übt auch einen gewissen Druck auf. Was, du bist schon 25 und hast deine erste Million noch nicht gemacht? Echter Loser. Echter Versager. Man pflegt ja auch einen vertrauten Umgang mit diesen Leuten von Tag zu Tag auf allen Bildschirmen. Es gibt ja auch immer die Chance, schon morgen ein Supermodel oder ein Superstar zu sein, werden laufend verzweifelt Superstars gesucht. Ne? Und jeder kann es in Wahrheit. Deswegen treten die dann dort auch auf. Aber ein bisschen Glück und du kannst in wenigen Wochen in New York sitzen und deine erste Million. Also dieses Gambling, da ist die ganze Gesellschaft irgendwie zu einer Gambling-Society geworden, zu einer Gambling-Gesellschaft, zu einer Spielgesellschaft, einer Casino-Gesellschaft. Also eigentlich, ne? Auch wenn du deine Identität, deinen Beruf, deine Partnerschaft, alles dir aussuchen kannst, dir formen kannst, wenn du das alles, alle Möglichkeiten hast und dann kommt nichts raus, dann bist du schuld, ne? Klarerweise. Nachdem aber bei den meisten in diesem Sinne nichts rauskommt, weil unter uns dann sich dann doch relativ wenig Millionäre befinden, dann sind wir gleichsam auf der Verliererpartie, dann sind wir bei der Verliererseite. Das sozusagen hängt mit dem Umgekehrten zusammen, daher nur diese kleine Ergänzung, es hat auch mit einer Normalitätsphobie zu tun. Wenn du also nicht da ein Verlierer sein willst, dann ist es eine Art von Beweislastumkehr. Du musst irgendwie beweisen, dass du es kannst und eigentlich, nachdem 99% der Leute dann doch normale Menschen sind, sind dann 99% der Leute Verlierer. Der Punkt ist ja nicht mehr, dass du irgendwie einen normalen Job ganz normal, seriös, solide erledigst. Das ist ja nichts. Du musst schon irgendwie was Besonderes machen. Du musst als Lehrkraft musst du wenigstens Projekte machen und Zeitungsartikel, was du mit der Klasse in die Zeitung kommst oder so etwas. Irgendwas Besonderes. Nicht? Ein normaler Wissenschaftler ist ja auch nichts. Ein normaler Friseur, wenn es nicht wenigstens irgendwie ein bisschen ein kleiner Friseur-Weltmeister bist, dann bist du eh schon draußen aus der ganzen Geschichte. Also Normalität, das, was die meisten Menschen ganz normal machen, ist eigentlich entwürdigt. Das wird nicht mehr geschätzt. Wenn du nicht vorne dabei bist, bist du nichts. Und das ist natürlich ein Enttäuschungsmechanismus, der da eine große Rolle spielt, der natürlich auch dazu führt, dass man irgendwie versucht, da noch ein bisschen mitzuspielen, ein bisschen mitzublöffen, damit man nicht in den Verdacht gerät, ein normaler Mensch zu sein, sondern irgendwie doch was anderes oder irgendetwas Besonderes zu sein. Es gibt noch eine Variante, wenn alles das nicht funktioniert, können Sie irgendwie auf die andere Seite schwenken und können versuchen, den Opferbluff anzubringen. Dass eine durchaus wohl abgepolsterte Gesellschaft wie unsere sorgt ja auch für ihre Opfer, deswegen kann auch der Opferbluff ganz attraktiv sein. Das fängt natürlich so mit Sprachkorrekturen an, bei Leuten, die glauben, dass man durch Sprache die Welt verändern kann, nicht nur im Frauenbereich, wo dann irgendwann selbst einem Obama, der vorsichtig genug ist, das irgendwie der irgendwann seiner sagt, dass es eine gut aussehende Justizministerin gibt und dem das schon also fürchterlich natürlich angekreidet wird, wenn man einer Frau sagt, dass sie gut aussieht, ist das absolut sexistisch und diskriminierend. Obama ist sozusagen das eine Beispiel.
Aber Sie kennen diese anderen Beispiele, die immer gebracht werden. Kleine Personen, man darf natürlich nicht mehr sagen, dass einer klein ist und er ist vertically challenged, ne? Vertikal herausgefordert. Oder Leute, die dann also irgendwie glatzert sind, gibt es auch nicht mehr. Die sind hair impaired, beeinträchtigt. Längst haben wir die verhaltensgestörten Kinder abgeschafft, weil gestört darf niemand sein. Da haben wir schon einen zweiten Sprung gemacht von den Verhaltensgestörten zu den Verhaltensauffälligen. Aber auffällig ist auch noch diskriminierend, jetzt sind es dann die Verhaltensoriginellen, nicht? Derartige Dinge. Also es gibt so etwas wie ein professionelles Gekränktsein auch und eine Einübung in eine Betroffenheits- und Lügensprache und so weiter. Aber natürlich, Opfer kann man immer sein und kann man auch ein vielfaches Opfer sein. Frauen sind immer Opfer, wissen wir. Ausländer sind Opfer, weil sie immer diskriminiert werden. Autofahrer sind Opfer, weil sie vom Staat finanziell abgeräumt werden. Fußgänger sind Opfer der Autofahrer, sowieso. Und der Radfahrer, weil die Radfahrer sich an nichts halten. Nichtraucher sind Opfer der Raucher, weil sie dieses Zeug schlucken müssen. Und Raucher sind Opfer der Nichtraucher, weil sie jetzt permanent fürs Lokal raus müssen und sich dort eine Lungenentzündung holen. Die Jugendlichen sind Opfer der Getränkeindustrie, die ihnen diese Fruchtsäfte mit Alkohol verkauft, die sie doch alle saufen müssen. Bauern sind Opfer, weil die großen Förderungen von der EU gestrichen werden. Alleinerziehende sind Opfer, ist klar. Die Alten sind Opfer, weil sie scheel angesehen werden, Pensionsdings da. Die Jungen sind Opfer, weil sie keine Pension mehr bekommen werden. Die in der Mitte sind Opfer, weil sie die jungen Leute bezahlen müssen. Eltern bringen das Opfer, zukünftige Bezahler für die Sozialversicherung bereitzustellen. Singles sind Opfer, weil sie Singles sind. Wer kein Opfer ist, ist deswegen ein Opfer, weil er alle anderen finanzieren muss. Das heißt, wir haben sozusagen eine dichte Opferlandschaft vor uns. So lassen sich auch multiple Opferidentitäten aufbauen. Nicht? Am besten ist es, du maximierst das gleich so, du bist ein siebenfaches Opfer. Das lässt sich durchaus machen. Wenn man weiß, dass die ganze Welt sowieso gemein zu einem ist, dann kann man ganz komfortabel leben. Bluff und Wirtschaft lässt sich auch leicht erledigen, weil das ist etwas, was wir gerade in den letzten Jahren durchgehend erlebt haben. Die Wirtschaftskrise, die wir hervorgebracht haben, da kann man Bluff-Sequenzen ja ganz genau analysieren. Alle sozusagen haben geblufft. Finanzexperten haben mit ihrer überbezahlten Kompetenz geblufft und letztlich zugeben müssen, dass sie irgendwie nichts verstanden haben, dass sie nicht gewusst haben, womit sie da gehandelt haben. Das ist die einzige Ausrede, sonst wären sie ja dran. Sie können nur noch sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tue. Aber dafür haben sie sozusagen relativ viel Geld kassiert für diese Art von Kompetenz. Von den Psychopathen an den Schalthebeln der Macht habe ich schon gesprochen. Von diesen narzisstisch-pathologischen Typen mit Selbstüberschätzung und Größenwahn. Die Ökonomen haben sich natürlich selbst überschätzt. Sie haben gemeint, mit Rechenmodellen mathematisch die Zukunft berechnen zu können in einer kontingenten Gesellschaft. Sind im Prinzip in der Methodik des 18. Jahrhunderts stecken geblieben. Die Wirtschaftspolitiker müssen sowieso in einem fortblöffen. Sie müssen irgendwie so tun, als ob sie das Ganze noch im Griff hätten und haben irgendwie letztlich langfristig keine Ahnung, was man wirklich tun soll, auch mit der EU nicht. Manchmal fliegen gewisse Bluff-Varianten ja auch auf, wo es irgendwie peinlich wird, dann auch bei großen Krisen oder Skandalen. Wie die Geschichte im Golf von Mexiko passiert ist, hat natürlich BP gar keine so schlechte Kommunikationsstrategie gefahren, aber dann irgendwann der Firmenchef Tony Hayward hat natürlich sein tiefes Bedauern, Mitgefühl ausgedruckt. Aber mitten in der Krise hat er sich ein Wochenende freigenommen, um einer Segelregatta teilzunehmen. Das hat ihn natürlich den Kopf gekostet. Das ist irgendwie klar, dass so etwas nicht geht. Oder als dann alle großen Chefs der amerikanischen Banken eingeladen wurden, um beim Senat in Washington vorzusingen. Das war auch so eine Situation, nämlich, dass sie viel Geld, Steuergeld bekommen für ihre Banken, um sie zu retten. Und die sind alle mit ihren Firmenjets dorthin geflogen. Das ist ihnen nicht gut bekommen. Die sind von den Senatoren ganz schön niedergewalzt worden. Also das sind Momente, wo so ein Bluff auffliegt.
wo einerseits die Wortwahl und die Bekundungen, die Botschaften da sind und andererseits durch das Handeln so etwas wieder dementiert wird. Auch der jetzt dauernd in den Zeitungen strategische Optimismus, den wir da die ganze Zeit hören in diversen Interviews, es geht schon wieder aufwärts, in dem nächsten Jahr ist eigentlich vorbei, im übernächsten Jahr auf jeden Fall, da geht es wieder rasant los, ein strategischer Optimismus, den die selber nicht glauben, wo uns doch die Wirtschaftskrise auf jeden Fall noch die nächsten 10 Jahre beschäftigen wird. Auch der Wohlstandsbluff, von dem wir selbst glauben, dass wir ihn erarbeitet haben, dabei zum Teil sozusagen darauf beruhend, dass wir unsere Ressourcen ausgeräumt haben, zum Teil darauf beruhend, dass wir die nächste Generation schon abgeräumt haben über die Verschuldung. Da blöffen wir uns selbst, indem wir glauben, das haben wir alles erarbeitet, was wir haben. Ganz so ist das nicht. Nun, also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Dingen. Bluff und Aufmerksamkeit, Quotengesellschaft ist noch, wir kommen dann schon irgendwie den letzten Kategorien zu. Es ist natürlich eine Gesellschaft, in der eine Ressource knapp geworden ist, insbesondere eben die Aufmerksamkeit. Im Rauschen und Brüllen der Spätmoderne gelingt das nur, wenn man auch selbst laut, schrill und durchdringend ist. Die Bluffgesellschaft ist auch eine Propaganda- und Sensationsgesellschaft. Irgendwo muss man mitspielen. Diese Teichskarikatur ist nicht ganz neu, Sie kennen das an den Personen, aber immer noch treffend, weil die ganze Seitenblicke-Bagage, die uns da allabendlich irgendwie im Bildschirm erscheint, ist natürlich eine ganz besondere Bluff-Inszenierung. Aber dort wird auch wiederum eine Meta-Botschaft vermittelt, was ist wichtig? Wichtig ist, da dabei zu sein, irgendwo dann ins VIP-Zelt zu kommen, VIP-Zelt zu kommen, dass du deine wenigen Minuten Berühmtheit hast und sei es nur, dass du bei einer Talkshow fertig gemacht wirst oder so etwas. Aber da dann dabei sein, bei den Seitenblicken Lemuren, das sozusagen wird zum letzten Lebensziel. Ein Erfolg, der natürlich mit Mediokrität oder noch drunter zu tun hat und der natürlich auch auf diese Weise über die Medien vermittelt wird. Naja, das ist nicht weiter erläuterungsbedürftig. Wenn das nicht Bluff ist, dann nichts. Das ganze Problem, Schönheit, Operation, Schönheit, Körperlichkeit. In einer Gesellschaft der Machbarkeit ist das natürlich auch bereits als Verantwortung des Einzelnen definiert worden. Schönheit ist nicht mehr Schicksal, sondern das ist etwas, was du gestalten musst, was entweder durch irgendwelche Chemikalien zu gestalten ist oder schlimmstenfalls durch das Skalpell. Der Körper wird zur Option, so wie alles andere auch, und er ist Bestandteil deiner Identität, deiner Selbstgestaltung. Man muss ihn gestalten, man kann mit ihm blöffen. Wenn Fitness zu anstrengend ist, dann geht es mit dieser Schnipselei irgendwie sehr viel schneller. Aber da gibt es das ganze Repertoire von Diät, Fitness, Pflege, Schönheitsoperation. Nicht schön zu sein verrät Nachlässigkeit. Leichte Dicklichkeit, ungeschickte Frisur, schwitzendes Verhalten, Bierbauch, das diskreditiert für höhere Positionen. Da bist du dir selbst nicht lieb. Die Schönheitshysterie verlangt sozusagen, dass man darf schon älter werden, aber bis in die demente Phase ohne Falten. Deshalb muss sich jeder an die Körperarbeit machen. Piercing, bräunen, joggen, abschmiergeln, aufblasen, Bodyfarming, Styling, alles klingt wie eine mittelalterliche Folterkammer. Die wesentlichen Ressourcen, Botox und Silikon, hoffentlich mit guter Qualität. Das ist früher ja nur eine Sache der Frauen gewesen, jetzt auch eine Sache der Männer zunehmend, die auch in diesen Sog hineinkommen. Da gibt es kein Erbarmen mehr, das muss sein. Operationsschönheit ist eine wichtige Geschichte. Im Internet findet man ja eine unglaubliche Menge von abschreckenden Sachen, die wir ja zum Teil kennen,
Manchmal gehen die Sachen ja tatsächlich schief. Nicht? Es gibt tatsächlich berühmte Beispiele, die schief gegangen sind. Aber selbst bei denen, wo es nicht wirklich schief geht, merkt man es ja. Dürfen wir nicht mehr lachen, sonst reißt irgendwas. Das heißt, es geht wirklich darum, aber es geht auch, es ist die Mimik weg. Es ist natürlich das weg, was im Prinzip die normale menschliche, auch eine der menschlichen Kommunikationen darstellt, dass man mit dem Gesicht auch wirklich etwas signalisieren kann. Das geht nicht mehr, während wenn's da irgendwie voll aufgestrafft und eingespritzt und sonst was bist. Es funktioniert nicht mehr. Aber es hat noch eine interessante Wirkung. Besonders der Photoshopismus, das nennt man so, weil wenn alle Bilder irgendwie noch mal ein bisschen verbessert und aufgebessert werden. Und da gibt es im Netz auch sehr viele Bilder von sehr schönen, schon relativ schönen Schauspielern, die dann für Werbung noch mal eingesetzt werden. Und die dann über Photoshop, durch Bildbearbeitung noch einmal in eine verklärte Schönheit hineingestaltet werden, in eine ganz unwirkliche, klare, durchästhetisierte Geschichte hinein, wo du auch das ursprüngliche Gesicht der Schauspielerin fast nicht mehr erkennst. Aber wo wir immer mehr, gerade in der Mode und bei den Parfums und so weiter, mit solchen Gesichtern konfrontiert sind, die keine wirklichen mehr sind. Jetzt gibt es ohnehin empirische Studien, die feststellen, dass die meisten Gesichter, mit denen wir konfrontiert sind, nämlich im Fernsehen, wo die Leute ja stundenlang reinschauen jeden Tag und dann über diese Werbung und so weiter, ohnehin natürlich sehr viel schöner sind wie der Durchschnitt. Das heißt, die sind einfach, es ist einfach 30-50% schöner. Der Punkt ist aber, das prägt Sehgewohnheiten. Denn meistens sind wir ja mit diesen Bildern konfrontiert und meistens sehen wir die Leute so, wie wir sie sehen, nämlich schön, die Schönen und die noch einmal Verschönten, Aufgeschönten, Verhübschten und so weiter. Und das prägt neue Standards. So hat man zu sein. Das ist das Minimum, das du noch irgendwie kriegen musst, wenn du mitspielen willst da vorne, wenn du auch schön sein willst. Das heißt aber, die Wirklichkeit wird immer schierer. Das heißt, so ganz normale Menschen, wir sind da eine Versammlung von Berchten. Verglichen mit dieser Welt, dieser Bildschirme, der Screens, der Posters. Das heißt, man lebt in einer unglaublich schieren Welt und fühlt sich auch selbst irgendwo natürlich um drei Etagen drunter gegenüber diesen Sehgewohnheiten, den Sehstandards, die sich auf diese Weise ergeben. Nun, den Rest kann man im Grunde überschlagen. Es gibt sehr viele weitere Bereiche, die uns sich natürlich aufdrängen, dass Politik ein Inszenierungsspiel ist uns allen klar, dass es einen Bildungsbluff sehr häufig gibt mit Zertifikaten, die nichts besagen und so weiter, ist uns allen klar. Und das könnte man so quasi in verschiedenen Bereichen noch weitermachen. Der Punkt ist von all diesen Beispielen, die ich genannt habe, dass sich da letztlich eine Art von Bluff-Milieu entwickelt, das tatsächlich darauf hinausläuft, dass es eine Art von Kontamination zwangsläufig gibt und geben muss, weil das ein Dosierungsproblem ist. Wie ich schon mal angedeutet habe, wenn immer mehr Leute bluffen, immer mehr Leute sich inszenieren, immer mehr Leute quasi in diese Systeme, die zum Bluff zwingen, reinkommen, werden eigentlich alle immer mehr gezwungen zu bluffen. Weil dann bist du sozusagen der Letzte, der auf der Strecke bleibt, wenn alle anderen das gut beherrschen, dieses Spiel, und du quasi der Fußmarode bist, der übrig bleibt. Das ist so quasi dann ein Überbietungsmechanismus, ein auf der Grundlage dieses destruktiven Egoismus, ein Wettkampf der Inszenierungen, eine Überbietungslogik, wo es permanent um Chiffren, um Signale geht, auf der einen Seite um Versuche der Dechiffrierung, des Entzifferns, was da überhaupt los ist, was jetzt eigentlich Bluff ist und nicht Bluff ist, und wo ich den Bluff immer noch mal verdopple und aufdopple und einen dreifachen Bluff weitere Inszenierungen und Fassaden aufbaue. Das sozusagen ist das Spiel. Und das ist das Spiel, das ich Ihnen an einigen Beispielen
an einigen Beispielen deutlich machen wollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Professor Prisching, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für diesen klaren, unbestechlichen Blick eines Soziologen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Umgebung, gewürzt mit trockenem Humor. Und ja, ich denke mir, vielleicht ist der Humor auch das Einzige, um dieser Diktatur, diesem Zwang zum Bluff oder eben zur Selbstoptimierung, wie Retzer sagen würde, zu entgehen und hier auszusteigen. Denn es ist schon die Frage, man erkennt sich ja in vielem schon auch selber, wenn man das hört, das sind ja nicht nur die anderen, sondern dass wir selber ja auch natürlich Teil sind. Und man fragt sich, warum das so ist. Sie haben einen Grund genannt, nämlich es wächst der Druck, nicht blöd zu sein. Also, dass man, wenn man nicht mitmacht, eben als blöd dasteht. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, habe ich mir noch einmal das Märchen von Hans Christian Andersen zur Hand genommen, des Kaisers neue Kleider. Und der beschreibt, die Schlüsselstelle ist genau dieser Mechanismus, man will nicht blöd sein. Also die beiden Betrüger, die hier kommen und die sagen, sie machen dem Kaiser neue Kleider, aber in Wirklichkeit eben blöffen sie nur, sie machen nichts Wirkliches. Aber damit jeder glaubt, sie machen wirklich neue Kleider, sagen sie, dass das, was sie machen, diese Kleider hätten die Eigenschaft, für jeden Menschen unsichtbar zu sein, wenn er nicht für sein Amt tauge oder auch unerlaubt dumm sei. Und das ist genau die Falle. Also alle, die dann hingehen, der Minister, der hingeht, andere Abgesandte, die der Kaiser hinschickt, bis er selber hingeht und die Kleider probiert, alle sehen nichts. Aber sie haben eben Angst, dumm zu sein, wenn sie sagen, da ist ja nichts. Und sie haben Angst, für das Amt nicht geeignet zu sein. Und deshalb stimmen schlussendlich alle zu und machen das Spiel mit, eben bis am Schluss ein kleines Kind sagt, aber er hat ja nichts an. Und dann heißt es hier eben, das hört der Vater und alle flüstern es weiter, er hat nichts an, er hat nichts an. Aber das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass der Schluss dieses Märchens führt nicht dazu, dass der Bluff eigentlich wirklich aufgedeckt wird, sondern im Gegenteil, er hat ja nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Und das kroch in den Kaiser, denn ihm schien, sie hätten recht. Aber er dachte, jetzt muss ich während der Prozession durchhalten. Und dann hielt er sich noch stolzer. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Also Andersen ist da ganz pessimistisch. Die Aufklärung nützt gar nichts eigentlich, sondern führt noch mehr dazu, dass man sich in diesen Bluff versteigt. Ja, es gibt jetzt wie immer die Möglichkeit für ein Gespräch, für Fragen, für Anmerkungen, für Kritik, für Punkte, die Sie noch näher wissen möchten. Bitte. Ja, Sie haben uns jetzt sehr anschaulich und auch ein bisschen erschreckend unsere Bluffgesellschaft vor Augen geführt. Und für mich wäre jetzt der nächste Schritt, haben Sie ein paar Lösungen für uns parat, wie wir da rauskommen? Das Problem nicht wirklich, wenn man von Andersen vielleicht absieht. Es läuft letztlich, glaube ich, auf die Geschichte raus, dass man sagt, ja, wir können uns ja nicht völlig, nein, ich fange mal anders an. Also erstens einmal sozusagen stecken wir ja teilweise in derartigen Mechanismen drinnen und nehmen auch teil
wo, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, nicht viel auszusetzen ist. Ein bisschen inszenieren wir uns natürlich alle. Deswegen habe ich auch quasi mein eigenes Bild da vorne weggestellt, ironisch. In irgendeiner Weise werden wir ja von vornherein dumm. Wir müssen ja nicht nur in härenen Gewändern gehen, wo wir möglichst unvorteilhaft ausschauen und uns möglichst unvorteilhaft präsentieren. Das ist ja nicht sozusagen das Gegenmodell. Ein bisschen inszenieren, das gehört einfach zum Leben, das gehört zur Gesellschaft. Auch Höflichkeit gehört zur Gesellschaft. Höflichkeit ist eine der Punkte, die eigentlich zur Lüge gehören, die eigentlich Lüge sind in gewissem Sinne, aber eine durchaus eine wohltuende Lüge. Höflichkeit macht eine zivilisierte Gesellschaft aus. Das heißt ja nicht, dass wir uns da wirklich sozusagen Purzelbäume antun müssen. Also es gibt einen großen Bereich gewissermaßen von harmlosen Inszenierungen, die akzeptabel sind, so wie bestimmte Arten von Lügen akzeptabel sind. Will man da so mal nicht ganz puritanisch und moralistisch sein und ganz strikt sein. Das Leben ist halt ein bisschen kompliziert. Was sozusagen da vorkommt, ist, dass eigentlich aus strukturellen Gründen in dieser Gesellschaft immer mehr derartige Bluffsysteme entstehen, wo ganze Gebilde, ganze Systeme eigentlich auf der Ebene von Bluff operieren. Das ist das Interessante. Und wo dann ein zunehmender Sog entsteht, dass eigentlich alle außerhalb auch mitmachen. Also gerade dort, wo ein Beispiel war, unmittelbare Leistung ist in all den diffuseren Berufen, diffus ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern dort, wo man nicht einfach gewissermaßen ein Produkt messen kann, in diesen Berufen schwer zu quantifizieren. Da geht es um, das geht ja auch um Impression. Die ganze Zeit werden uns die Social Skills um die Ohren geschmettert. Social Skills in dem Sinne, dass das wichtig ist. Das ist doch heute das Entscheidende. Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit und sonstige Social Skills. Während das Fachwissen, naja, auch noch ein bisschen, wenn es Geld vorkommen soll. Aber eigentlich wichtig sind diese Skills. Und die Skills sind sozusagen Dinge, wo es in der Sache eigentlich schon um Inszenierung irgendwie geht. Wo man zumindest nicht mehr wirklich gut unterscheiden kann, was eine gute oder eine schlechte Leistung ist oder so etwas. Solche Systeme. Und dann sowieso das ganze System von Werbung, das ganze System im wirtschaftlichen Bereich, Politik als Inszenierung, was ich jetzt ausgelassen habe, weil es eh selbstverständlich ist, ist halt das Problem. Nicht nur, dass die Darstellung einfach wichtig ist in einer demokratischen Situation, sondern dass auch in einer Mediengesellschaft das Problem da ist, wenn du dort nicht richtig drüber kommst am Bildschirm, dann bist weg, schlicht und einfach. Und da kannst du gut sein, da kannst du gute Politik machen in irgendeiner Form. Wenn du dort also einen wirklich schlechten Eindruck hinterlässt auf dem Bildschirm, dann ist vorbei. Das hat sich also auch bei vielen Auseinandersetzungen von Spitzenkandidaten und so weiter, ist das sehr schön analysiert worden. Aber Politik ist zur Hälfte Inszenierung. Jetzt ist das sozusagen nicht einmal ganz immer schlecht gemeint, weil damit natürlich Politik auch sichtbar wird, die Spitzenkandidaten irgendwie gleichsam über Bildschirme virtuell angreifbar werden, besichtigbar werden. Das hat ja auch etwas Gutes. Aber zugleich wird ein immer größerer Teil der Politik beispielsweise nur deswegen gemacht. Also ein Parteitag macht man ja nicht, wenn man auf einem Parteitag diskutieren will oder so etwas, um Gottes Willen. Das ist so im Wesentlichen eine Inszenierung, wo man am nächsten Tag gute Berichte in den Zeitungen und am Abend einen guten Bericht im Fernsehen haben will. Das heißt, bei einem Parteitag ist 90% Inszenierung, dazwischen gehört ein paar Abstimmungen und der Rest ist wurscht. Man kommt dem auch schwer aus. Machen Sie einen anderen Parteitag, dann geht die Sache schief. Und sie haben eine fürchterliche Presse am nächsten Tag. Also diese Systeme sind schon resistent. Die haben sich so entwickelt, da kommt man unter Umständen sehr schwer raus. Dennoch,
jetzt kommen wir zum Kind, da oder dort gibt es natürlich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Die Frankfurter Schule hat seinerzeit, also Adorno hat seinerzeit gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, was völlig falsch ist. Natürlich gibt es ein richtiges Leben im Falschen. Sie fliegen nicht gleich aus der Gesellschaft raus, wenn Sie mit einem 15 Jahre alten Auto fahren oder wenn Sie nicht die neueste Mode anziehen oder Ähnliches. Also gewissermaßen bestimmte Spielregeln kann man durchbrechen. Das wird auch in gewissem Sinne akzeptiert. Man muss nicht jede Dummheit mitmachen. So tolerant ist die Gesellschaft dann auch wieder. Bei manchen Sachen muss man vorsichtig sein, aber sie ist so pluralistisch und tolerant, dass gewisse Ausreißer, wenn man die auch mit gewissem Selbstbewusstsein lebt oder vorträgt, also durchaus akzeptiert werden. Dass man sagt, nein, ich mache das nicht. Ne? Das ist ein Unsinn. Ich halte das total für einen Blödsinn, was da passiert oder so etwas. In sehr vielen Bereichen geht es. In sehr vielen Bereichen ist ja das Umgekehrte schon wieder eine Ausrede, dass ich sage, ach Gott, dieser Konsumterror. Ich muss leider schon wieder in das Einkaufszentrum, weil der Konsumterror mich dorthin jagt, was ja schon wieder der andere Bluff ist. Ich muss das gar nicht. Also es ist nicht so, dass man da nicht sehr viele Spielräume doch hätte, die man nutzen kann. Kunst wäre sicher auch einfach die Normalität wieder aufzuwerten, eben sich dann nicht so schnell ins Boxhorn jagen zu lassen, dass man dann rückständig ist oder nicht mehr dazugehört. Gibt es von Ihnen weitere Wortmeldungen? Ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich gerne fragen würde. Ich finde es immer wohltuend, wenn zum Beispiel kritische Journalisten den Bluff nicht mitmachen, sondern den Bluff auch benennen. Aber das kommt immer seltener vor, habe ich den Eindruck. Vor kurzem habe ich im Standard eine Konzertkritik von Karl Fluch gelesen. Da hat er ein Konzert der US-amerikanischen Pop-Lady Lana Del Rey beschrieben. Und da schreibt er zum Beispiel, dieses singende H&M-Model stelzte zu schlappen Beats durch ihr Programm wie durch den falschen Film. Sie bot eine frigide Version von Tony Bennetts Blue Velvet. Und dann schreibt er noch, es mag hart klingen, wenn man schreibt, Lana Del Rey besitze die Strahlkraft einer kaputten Glühbirne. Aber es ist noch das Netteste, was man nach einem Konzert sagen kann. Ja, ich würde mir das öfters wünschen, dass eben Journalisten auch helfen, das mit aufzudecken und nicht einstimmen. Da merkt man ja auch eben, man schwingt schnell einmal mit, so bei einfach auch Superlativen. Ich habe mir auch überlegt, wie müsste ich diese Veranstaltung ankündigen, wenn ich blöffen würde. Das erste Mal, ich müsste natürlich komplett anders gestylt sein. Zumindest ein rotes Höschen oder, rot. oder ein gelber Sakko oder eine grüne nachhaltige Krawatte oder natürlich auch die Haare oder speziell der Bart müssten schwärzer sein, müssten gefärbt sein. Ich müsste auch ein paar gängige Floskeln einbauen. Also es gehe in diesem Vortrag zum Beispiel um einen neuen Entwurf, um einen Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft, um eine Vision, um eine Utopie, etwas noch nie Dagewesenes. Ich müsste auch vielleicht das Modewort enkeltauglich verwenden, dass jetzt etwas Enkeltaugliches kommt. Und ich hätte natürlich vor allem den Professor Prisching viel mehr anpreisen müssen, etwa als Querdenker, als Vordenker, als einer der herausragenden Vertreter seiner Zunft, der Soziologie, als einer, der etwas völlig Neuartiges und Außergewöhnliches präsentiert, als einer, der weltweit zu den renommiertesten Forschern und Experten gehört, der viele Einladungen zu Gastvorträgen bekommt, die er aber natürlich ablehnt. Und man hat ihn auch schon für den Nobelpreis vorgeschlagen. Also nicht, dass es nicht stimmen würde, aber... Okay.
Ja, die Gefahr, wenn man diesen Vortrag hört oder wenn man dieses Buch liest, dass selbst die Maske der Bluff ist, dass man vieles nicht mehr so sieht, wie es alle anderen sehen, sondern dass es einem plötzlich in vielem wirklich wie Schuppen vor den Augen fällt und man in manchem eben nicht mehr so mitmachen kann. Ja, beim Wein. Weinmesse heute in Feldkirch. Beim Weinverkosten muss man auch blöffen. Blumen, Aroma, der Abgang und so. Oder? Die Waldbeeren im Abgang, auf jeden Fall. Das ist ja. Gibt es andere Themen, die für Sie noch wichtig sind oder Fragen? Ja. Ein kleiner Moment, dass man es auch gut versteht. Ich frage mich, kann ich dann jemand vertrauen? Wie kann ich mich da orientieren in einer Gesellschaft? Was ist wahr? Wo weiß ich, wo ich angelogen werde? Wissen tut man es nie. Das ist natürlich eine der Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind. Es gibt gerade die letzten 10 Jahre, hat das Thema Vertrauen wieder ein bisschen an Fahrt gewonnen, weil die Sozialwissenschaftler auch darauf gekommen sind, dass eine Gesellschaft letztlich darauf aufbaut. Aber sie sind dann auch letztlich nicht sehr weit gekommen. Natürlich ist es eine Art von Kontinuität, natürlich bedeutet es, ich habe mit irgendjemandem schon Erfahrung gemacht. Die Spieltheoretiker haben vielleicht einiges dazu zu sagen. Da gibt es sozusagen Modelle, wie funktioniert das, dass tatsächlich Kooperation, Vertrauen zwischen Leuten zustande kommt. Das gibt so ein paar so ganz einfache Dinge. Wenn du immer lieb bist zu den Leuten, was immer sie mit dir anstellen, dann bist du quasi in der Ecke der Dummen. Ne? Dann hauen sie dir irgendwann die ganze Zeit auf den Schädel. Wenn du immer aggressiv bist, verpatzt du dir Kooperations- und Zusammenarbeitschancen und immer nur auf deinen Vorteil schaust, dann verpatzt du dir Möglichkeiten. Und es ist auch ein schlechtes Resultat für alle Beteiligten. Akerlof ist einer der ganz Berühmten, hat diese berühmte Tit-for-Tat-Strategie entwickelt, mit Computer durchgespielt, in der Wirklichkeit durchgespielt, hat gesagt, also die erfolgreichste Strategie für ein Kollektiv ist Tit-for-Tat, das heißt, du kooperierst. Zuerst einmal im ersten Zug. Was macht der andere? Er kooperiert oder kooperiert nicht. Gut, dann machst du das, was er gemacht hat. Also wenn er kooperiert hat, kooperierst du auch. Wenn er dich bescheißen wollte, bescheißt du ihn auch. Das heißt, du reagierst immer sozusagen so, wie er reagiert hat. Dann bildet sich irgendwie nach einigen Runden ein Mechanismus raus, wo man merkt, es ist eigentlich für uns beide vorteilhaft, wenn wir doch versuchen zu kooperieren. Das heißt, es bildet sich ein bisschen ein Vertrauen zwischen den beiden raus, wo man sagt, gut, ich weiß jetzt, hat sich rausgebildet, wenn ich kooperiere, dann wird der andere auch kooperieren. Also das heißt sozusagen, ich bin auch nicht nachtragend. Ich sage nicht, wenn der jetzt kooperiert, dann haue ich ihm 3-mal auf die Finger, sondern nein, wenn er nicht kooperiert hat, haue ich ihm 1-mal auf die Finger, wenn er dann wieder kooperiert, kooperiere ich sofort wieder mit ihm. Also sozusagen so ein Response zwischen den beiden. Das ist jetzt nicht die ganze Komplexität der Wirklichkeit, aber es ist einmal ein einfaches Modell, das sich für viele Bereiche als ganz geschickt erwiesen hat und das immer noch so zumindest das handfesteste Modell ist, wo man sagt, wie kann sich eigentlich Vertrauen aufbauen zwischen den Leuten? Wie können die zu einer Kooperation kommen? Selbst wenn sie eigentlich im Prinzip egoistische Menschen sind, aber sie erkennen, wie vorteilhaft gleichsam das ist. Dennoch bleibt Vertrauen immer eine riskante Angelegenheit, weil es ja immer irgendwie eine Art von Vorleistung ist. Ich leiste gewissermaßen etwas, das haben Luhmann und andere haben das gesagt, ich leiste etwas, natürlich, und der andere kann mich ausnutzen. Das heißt, er kann das gewissermaßen einstreifen und abhauen damit. Vertrauen ist immer riskant, aber man muss dabei, entweder man darf eben nicht zu viel vertrauen oder man darf nicht zu viel aversiv sein. Man muss klug mit dem Vertrauen auch umgehen,
in welchen Situationen es angebracht ist. Also da ist sozusagen, die Wirklichkeit ist natürlich noch komplizierter, da geht es jetzt darum, welche Signale, was weiß ich sonst von meinem Kooperationspartner, was weiß ich von seiner Lebensgeschichte, wie gibt er sich so bis hin in die Körpersprache, wie sehr zuckt er mit den Augen oder nicht. Alles eine komplizierte Geschichte, aber anders funktioniert Vertrauen nicht. Ich muss gleichsam entschlüsseln können oder muss darauf versuchen zu erkennen, in welcher Schichte gleichsam des Fassadenbaus oder in welchem Spiel ich mich mit ihm befinde. Ob er nun tatsächlich ganz gewissermaßen auf der Bluff-Variante ist, ob es gewissermaßen so im Mittelfeld eines ganz normalen Inszenierungsspiels ist oder ob er ganz so naiv ist, dass er wirklich so tut, wie er ist. Da gibt's ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Aber das sind so ein paar Hinweise nur. Eine Voraussetzung, denke ich mir immer, ist natürlich auch, dass man sich einfach selber informiert. Man muss selber in manchem Bescheid wissen. Mir fällt auch auf, jetzt wenn man über 60 ist, dann, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, wir sind beide in dem Alter, dann merkt man, es kommen plötzlich wieder Themen, die sich als ganz neu darbieten. Und dann erinnert man sich, ja, das haben wir doch vor 40 Jahren schon diskutiert und es ist überhaupt nichts Neues dabei. Also man muss einfach auch schon, denke ich, gewisse Informationen haben. Oder ich habe kürzlich eine Sendung gehört über den Bluff mit den bunten Hirnbildern. Also die Hirnforschung gilt ja im Moment als wichtigste Wissenschaft und eben sie sagt, wir können jetzt mit dieser funktionellen Magnetresonanztomographie dem Gehirn beim Arbeiten zuschauen und dann sieht man die eingefärbten Gehirnteile, welcher Teil arbeitet, wenn man verliebt ist oder wenn man sich seiner selbstbewusst ist oder wenn man traurig ist. Und jetzt, das gibt es erst seit ungefähr 20 Jahren, alle sind davon wahnsinnig beeindruckt. Jeder Vortragende, der etwas von sich hält, muss ein farbiges Hirnbild präsentieren. Und vor kurzem habe ich erfahren von einem Professor für Neuropsychologie, also jemand, der sich da wirklich auskennt, dass diese Bilder gar nicht das zeigen, was sie vorgeben zu zeigen, also dass diese Bilder, die eben im Gewand höchster wissenschaftlich daherkommen, einfach Bluff sind. Das ist Professor Lutz Jenke, er sagt, mich langweilt das Verfahren, die funktionelle Magnetresonanztomographie, denn sie kann gar nicht die neuronale Aktivität zeigen. Also die Hirnforscher sagen immer eben, wo das Gehirn feuert, das sieht man hier. Aber das können diese Bilder gar nicht zeigen, sie sind keine Fotografien des Gehirns, sondern sie sind Ergebnis komplizierter statistischer Berechnungen. Und Professor Jenke sagt, es braucht statistische Kniffs, um zu knackigen, zu geschönten Ergebnissen zu kommen. Und nur die werden dann publiziert, die ergeben Schlagzeilen, also eben auch eigentlich der reine Bluff ergibt Schlagzeilen. Und das gilt ja für vieles, also dann noch verbunden mit Versprechungen, was man dadurch alles erreicht. Aber er sagt, diese Hirnforschung hat zum Beispiel keinerlei Durchbruch gebracht für die Behandlung von Depressionen, für Schizophrenie oder Demenz. Es ist nichts dabei herausgekommen. Und es ist ja ähnlich auch bei der Stammzellforschung. Die versprechen ja auch, dass man damit alle bisher unheilbaren Krankheiten plötzlich heilen kann. Aber es kommt nichts heraus. Also selbst in der Wissenschaft, wo wir oft glauben, das ist der Inbegriff von Seriosität, eben weil Statistik oder weil so eine Technologie dahinter ist, wie die funktionelle Magnetresonanztomographie, ist oft einfach Bluff, den wir serviert bekommen. Also bei diesen Gehirnbildern würde ich zustimmen. Ich habe auch viele davon gesehen, man kommt dem ja nicht aus, wie Sie mit Recht gesagt haben. Ich meine, welche Teile des Gehirns für was zuständig sind, hat man vorher teilweise ja auch schon versucht zu erforschen. Und zwar eben durch Schädigungen und so weiter, wo bestimmte Teile des Gehirns beschädigt oder gefehlt haben und man festgestellt hat, was kann er jetzt, was kann er nicht mehr und Ähnliches. Also da gibt es ja eine jahrzehntelange Geschichte, bevor man noch diese Techniken hatte. Na gut, jetzt haben Sie gesagt, dass Sie das natürlich auf diese Weise an vollständigen Objekten auch machen können. Man weiß also, wo irgendwie mehr Aktivität oder so etwas ist.
Jetzt gilt das mit diesen Rechenverfahren, aber im Prinzip ist damit auch noch überhaupt nichts gewonnen. Dann weiß ich halt, dass da oder da irgendwas, da macht es Flutsch. So what? Das bringt noch nichts. Und jetzt muss man gerechterweise sagen, habe ich immer mehr Sachen gelesen, wo die Hirnforscher jetzt langsam draufkommen, dass es so eh nicht stimmt, sondern dass es eh nicht nur bei einer bestimmten Aktivität hier Flutsch macht, sondern dass das gar viel, viel komplizierter ist, dass im Prinzip fast immer ganz andere Teile des Gehirns auch beteiligt sind und dass es nicht so ohne weiteres geht, wenn die anderen nicht auch mitmachen. Also dass eigentlich immer doch das Gehirn auf eine ganz geheimnisvolle Weise beteiligt ist. Aber das lässt sich natürlich, aber da sind sie auch wirklich nicht viel weitergekommen. Da gibt's, das ist so kompliziert, dass es auch wirklich nicht so ohne weiteres bearbeitbar ist. Aber sozusagen, sie sind jetzt ein bisschen wieder weg von dieser ganz partiellen Ausleuchtung einzelner Hirnpartien, wo es dann so schöne Bilder gibt und man sagt, naja, wenn du jetzt ärgerlich bist, dann ist es dort. Und wenn du dich verliebt hast, ist das dort. Also das war so eine Zeit lang. Ich bin jetzt auch ein bisschen ungerecht, aber das war eine Zeit lang so ein bisschen diese Darstellung. Und von dem ist man jetzt, kommt man jetzt wieder weg, weil man sagt, es ist ganz kompliziert und wir haben das noch lange nicht verstanden, wie das nur halbwegs funktioniert da oben. Nächste Wortmeldung. Sie haben von Systemen gesprochen, die sich der Inszenierung hingeben. Es gibt ein System, das seit vielen Jahrhunderten eigentlich meisterlich in der Inszenierung ist, in einer bestimmten Form von Spiel, nämlich dem heiligen Spiel, die Kirche. Jetzt müsste eigentlich diese Gesellschaft und diese Form von Gesellschaft der Kirche unheimlich zugutekommen, was sie aber nicht tut. Können Sie zu diesem Widerspruch kurz etwas sagen? Ja und nein, sozusagen stimmt das, was Sie sagen, aus dem einfachen Grund, die Religion ist well alive, überall auf der Welt funktioniert Religion gut, außer in Europa. Die große Säkularisierungsthese, dass im Zuge der Modernisierung die Religion verschwindet oder abstirbt, würde heute keiner mehr so vertreten. Es ist eigentlich eher das Umgekehrte erklärungsbedürftig geworden, wieso es in Europa stimmt und sonst nirgends auf der Welt. Amerika ist immer noch ein relativ modernes Land, kann man sagen, und es ist eines der wirklich, wirklich zutiefst religiösen Länder, die mit allen Indikatoren, die man da anführt, nicht nur Glaube an Gott, Kirchenbesuch, Zahlungsbereitschaft, alles Mögliche, spielt eine Rolle. Und es ist auch eine ganz andere Art von Religion als in Europa. Aber in Europa natürlich ist das völlig richtig. Also in anderen Weltteilen haben wir auch eine blühende Religion, nicht nur den Islam, sondern auch diese ganzen evangelikalen Strömungen funktionieren in Südamerika, in Südasien und so weiter. Es hat nie so viele religiöse Menschen gegeben wie heute, die diesen Weltreligionen angehören und so weiter. Also das ist eine gemischte Geschichte. In Europa stimmt's. In Europa haben wir noch relativ hohe Kirchenmitgliedschaft, aber in Wahrheit ist das intern auch schon ziemlich abgebröselt an eine ganze Reihe von Dogmen, die sich ohnehin sonst zur Kirche bekennen. Aber das ist offensichtlich etwas, was eigentlich eher erklärungsbedürftig ist. Ansonsten ist tatsächlich etwas, was Charles Taylor, der hat gerade ein Buch geschrieben, amerikanischer Philosoph, 600 Seiten, The Secular Age, das säkularisierte Zeitalter, wo man sagt, die Besonderheit in diesen Ländern Europas ist wirklich, durch die ganze Menschheitsgeschichte war es eigentlich immer selbstverständlich, religiös zu sein. Und du hast dich ein bisschen rauskatapultiert, wenn du nicht religiös warst. Und wir haben das erste Mal eigentlich in der Geschichte eine Situation, wo fast das Umgekehrte gilt, wo du eigentlich fast rechtfertigungsbedürftig bist oder erklärungsbedürftig wirst, wenn du sagst, ich bin religiös, wo es eigentlich eher eine Art von säkularisierter, grundsätzlicher Stimmungslage da ist, wo man das nicht mehr erklären muss.
Das heißt, es ist schon eine besondere Situation, die aber sozusagen in die andere Richtung geht, als sie das irgendwie angedeutet haben. Säkularisierung ist das Erklärungsproblem. Ansonsten haben Menschen immer so irgendwie das Gefühl gehabt, wie auch immer das begründet war, ob das wohl alles ist, ob das alles sein kann oder ob es da noch irgendetwas gibt, was mit uns zu tun hat. Muss nicht der personale Gott sein oder so etwas, da hat es ja unterschiedliche Formen gegeben von verschiedenen Göttervorstellungen, Ahnenvorstellungen, Seelenvorstellungen und so weiter, die wenn man sagt, ist das mit dem Schweinsbraten zu Mittag, ist das irgendwie alles? Oder gibt es da noch irgendwie einen Bezug zu einer Welt, die mir nicht zugänglich ist, kann ich das Thema jedenfalls so leicht vom Tisch wischen? Das ist irgendwie etwas, was gleichsam die Sache noch aufrechterhält. Diese Sehnsucht, diese Unsicherheit, dieses Bestreben, ob da noch was ist. Das hat nichts mit den Dogmen zu tun, das hat auch nichts mit dem, ich rede jetzt nicht über Zölibatfrauen in der Kirche und alle möglichen Dummheiten, die es da gibt. Alles das ist nicht das Thema. Das kann auch von heute auf, könnte, wenn die Kirche etwas flexibler wäre, von heute auf morgen beseitigt sein. Da können Sie sich ein bisschen wieder an der Welt annähern. Das Entscheidende ist die Frage nach Gott, nicht? Und diese andere Frage, die ist etwas, die auch keiner wirklich beantworten kann, aber die gewissermaßen eine Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck bringt, die auch nicht einfach damit abzutun ist, dass man sagt, na, wenn wir aufgeklärte Menschen sind und uns an die Wissenschaftstheorie des 18. Jahrhunderts halten, dann erübrigt sich das Problem sowieso. Deswegen kann man die Sehnsucht nicht wegdefinieren, die ist empirisch auch da. Das ist etwas, was die Sache noch selbst in Europa zu einem Thema macht. Ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich auch das, wovon Kirchen leben, das ist schon richtig, dass es unterschiedliche Inszenierungen gibt, großartige Inszenierungen, unterschiedliche Inszenierungen. Der Protestantismus hat immer so irgendwie die nüchterne Variante gewählt, die katholische Kirche hat ein bisschen bombastischer und emotioneller gewählt. Vielfach ist man den Gläubigen mit ihren Wünschen, Bedürfnissen entgegengekommen, hat ein bisschen ein Repertoire von Heiligen zur Verfügung gestellt. Also da gibt es unterschiedlichste Inszenierungen, Darstellungen, die eigentlich diesen Gefühlen auch entsprechen und entgegenkommen. Aber das ist natürlich irgendwie ein Riesenthema, das mit den Andeutungen lasse ich es irgendwie mal bewenden. Ja, Sie haben sich eh schon weit hinausgelehnt, weil es gilt ja im deutschsprachigen Raum, ein deutscher, österreichischer Universitätsprofessor sagt nichts Kritisches zur Religion. Schreibt Franz Bugle zum Beispiel in seinem Buch, denn sie wissen nicht, was sie glauben. Ja, mit Blick auf die Uhr denke ich, dass es langsam Zeit ist, Schluss zu machen. Die Frage nach der Religion, die ist ja heute zum Teil durch die Therapien abgelöst und ich möchte Ihnen vielleicht zum Schluss noch etwas Kurzes vorlesen, was Manfred Prisching über die Therapiegesellschaft schreibt. Leider gibt es das Buch, es ist in 3 Auflagen erschienen, aber es ist nicht mehr aufgelegt worden, außer Herr Prisching hat 5 Exemplare aus seinem privaten Bestand mitgebracht, falls jemand noch Interesse daran hat. Aber das über die Therapiegesellschaft, ich denke, das betrifft auch viele von uns, die sich in diesen Kreisen bewegen. Da schreibt er, seinerzeit hat man es den Kindern und Jugendlichen überlassen, erwachsen zu werden. Diese düsteren Zeiten sind vorüber. Mittlerweile gibt es Kindergartenpädagogen, Kinderpsychologen, Bildungsberater, Karrierecoaches, Jobbewerbungskonsulter und manches andere. In diesen finsteren Jahren wurde es nicht als verantwortungslos bezeichnet, wenn Frauen ihre Kinder auf hergebrachte Weise ernährten
ohne zuvor einen Stillkurs, einen Schwangerschaftsarbeitskreis und eine Mütterselbsthilfegruppe besucht zu haben. Unerklärlicherweise ist man damals ohne Familienberater, ohne Scheidungsfolgenbewältigungsexperten, ohne Schminkberater, ohne Persönlichkeitscoaches, ohne Selbstrepräsentationstrainer, Bewerbungsschreibens, Stilisten, Familienmediatoren und Fitnessbetreuer ausgekommen. Man lief unbedarft durch die Gegend, ohne durch Jogging-Experten und Sportschuh-Computeranalytiker dafür vorbereitet zu sein. Die zänkische Tante war nicht beliebt und man wusste es, ohne einen Familienaufsteller beschäftigt zu haben. Nicht einmal professionelle Shopper gab es, um Geschenke für die Verwandtschaft zu besorgen. Diese verantwortungslosen Zeiten sind vorbei. Zunehmend gilt es als vormodern, veraltet, leichtsinnig, ignorant oder gefährlich, die eigene Gestaltungsfähigkeit für Lebensbereiche aufrecht erhalten zu wollen, weil ja für alles ein guter Rat der Experten zur Verfügung steht. Damit danke ich Ihnen, lieber Herr Brisching, ganz herzlich noch einmal, dass Sie extra für uns hierher gekommen sind, Ihrer Frau, dass es Sie begleitet hat. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit hier in Feldkirch. Und bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich mich bedanken bei den Kollegen und Kolleginnen, die wieder das Gelingen dieser Veranstaltung unterstützt haben. Günther Arich, er war verantwortlich für den Ton. Christine Branner und Stefanie Scherrer an den Kameras. Die Regie hat Jürgen Gorbach geführt für das Video, das Sie hier gesehen haben. Und dieses Video steht wie die meisten anderen Videos der früheren Veranstaltungen auf dem YouTube-Kanal der Arbeiterkammer, wo Sie das also jederzeit in Ruhe anschauen können. Im Mai gibt es noch zwei Veranstaltungen von Erwin Thoma über die geheime Sprache der Bäume und dann von Reinhard Haller zum Thema seines neuen Buches Die Narzissmusfalle. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie an einem Freitagabend die Zeit genommen haben, um über die Bluffgesellschaft nachzudenken. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einen klaren Blick bekommen, sich nicht mehr so leicht ins Boxhorn jagen lassen von verschiedenen Bluffmechanismen, und wünsche Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Vielen Dank. Applaus